Wir fangen mit dem Pilz an. Ja. Mit dem, was dort für Erfahrungen und für Indikationen angegangen werden können. Ja, Lingzi ist ja der EU durch die Lappen gewitscht bei ihrer neuen Food-Verordnung, weil er auch in Deutschland wächst. Und hier heißt er glänzender Lackporling in alten Eichenbäumen. Und deshalb sucht also unser Gesundheitssystem neue Wege, um den Pilz von uns Menschen fernzuhalten. Er hat zwei Hauptwirkungen. Die erste ist, er verlangsamt den Alterungsprozess und beugt deshalb schon vielen Krankheiten vor, weil im Alterungsprozess sich Proteinpartikel und Fettpartikel in toxischen Depots ablagern, das sogenannte Lipofuscin. Und diese Depots werden einfach nicht gebildet, wenn Lingzi genommen wird. Also in dem Text von diesem alten Buch, dass man nicht altert, hat einen ganz realen Hintergrund. Und das Zweite ist die nachweislich tumorhemmende Wirkung. Und das ist heute die aktuelle Top-Nachricht. Ja. Also die Basiserkenntnis über diesen Baumpilz ist die Inhaltsstoffe von Lingzi wirken als Adaptogene direkt auf das Immunsystem. Das müsstest du mal erklären, was man unter Adaptogen versteht. Um die körpereigene Abwehr zu mobilisieren und die Zellen werden gehindert, sich zu teilen. Sie sind dann keine Krebszellen mehr. Und dieser Begriff, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse werden uns vorenthalten. Sie werden, wie du schon gesagt hast, auch in der ärztlichen Ausbildung überhaupt nicht in sie aufgenommen und schon gar nicht weitergegeben. Und das Adaptogen wird folgendermaßen definiert, ich zitiere, ein Adaptogen ist prinzipiell ungefährlich, hat keine Nebenwirkungen, stärkt in höchstem Maße die Immunabwehr und hat die Körperfunktionen zu normalisieren. Das Letztere heißt, überschießende Reaktionen müssen gedämpft werden, gehemmte Reaktionen müssen gestärkt werden. Also ein Ausgleich. Zitat Ende. Ja, ja. Und als Beispiel, Lingzi, bei Bluthochdruck senkt es den Blutdruck, bei zu niedrigem Blutdruck hebt es den Blutdruck an. Das ist ein Adaptogen. Also der Pilz weiß, ob derjenige, der ihn zu sich nimmt, ein Hypertoniker ist oder das Gegenteil. Ja, also im ganzen Körper bewirkt es diesen Ausgleich, ja, diese Homöostase der inneren Körperprozesse. Und Adaptogene sind Substanzen, die zu den Polyphenolen gehören, zu den sekundären Pflanzenstoffen, welche den Körper in der Lage versetzen, den toxischen Einflüssen, die auf den Körper zukommen, kraftvoll entgegenzutreten. Der Körper adaptiert, das heißt, er passt sich effizient diesen Bedingungen an und reguliert sie hin zum Positiven. Sie wirken also der Unordnung in der tiefsten Ebene des Körpers entgegen, die da heißen elektrische Fehl- und Falschinformationen. Und diese elektrischen Falschinformationen können dann die Körperchemie total desinformieren. Ja. Wenn diese Begrifflichkeit oder auch diese Bedeutung von Adaptogenen ist ja etwas, was jetzt nicht im Jahre 2016 entdeckt wurde, sondern Wissenschaft, die schon ein paar Jahrzehnte durchaus bekannt ist. 1960, also wir reden da von gut fünf Jahrzehnten, dass das bekannt ist. Also insofern bestünde ja grundsätzlich die Möglichkeit, auch seitens der klassischen hiesigen Wissenschaft, nicht nur auf dieses alte Wissen zurückzugreifen, weil die Alten es gesagt haben, sondern man kann es mit modernen Wissen, naturwissenschaftlichen, medizinischen Erkenntnissen inzwischen belegen. Du hast in dem Zusammenhang eine Information gebracht, dass egal in welcher Dosis, das heißt, wir haben hier
gar keine Überdosierungsproblematik, ist das richtig? Nein, keine, nein. Es gibt keine. Es gibt Studien, es gibt unendlich viele Studien, nicht bei uns in unseren Ländern, da werden Sie auch, interessiert auch niemanden, die das genau das belegen, dass es keine Überdosierung gibt. Ich möchte das noch mal, diese Hilfe der Adaptogenen noch mal im Lichte von Fritz Albert Popp. Lichte, passt das? Im Lichte. Im Lichte seiner Arbeit. Ja, genau. Im Lichte von Fritz Albert Popp, der ja den Nobelpreis dafür mehrfach verdient hätte. Aber er ist ja heute nur noch bedingt wert. Und Dr. Krämer, dem Krebsforscher. Also Popp hat unwiderlegbar und reproduzierbar nachgewiesen, dass lebendige Systeme, wie wir Menschen, elektrische Energie, Photonen abstrahlen nach außen. Und die Qualität der Abstrahlung kann er also technisch messen. Und der Hintergrund ist hier, dass jede Sekunde 10 Millionen Körperzellen absterben. Und sie werden kurz vorher kopiert, und das ist jetzt der Punkt des Alterungsprozesses, sie werden kopiert, damit die neugeborene Zelle am alten Platz mit gleicher Funktion diese Aufgabe übernehmen kann. Und ist nun die zu kopierende aktuelle Zelle schlecht, dann wird natürlich die Kopie auch schlecht. Und so langsam geht die Energie mit dem Alter nach unten. Und deswegen müssen wir die Leistungskraft der im Moment arbeitenden Zellen so stark wie möglich halten. Also, und dies geschieht mit den Adaptogenen. Da will ich jetzt noch mal hin. Das ist die Funktion der Adaptogene, nämlich die Zellladung von dramatischer 20-30% bei Krebszellen bis gegen null wieder auf 80-90 Millivolt, messbare Millivolt zu bringen, und dann ist eine Krebszelle keine Krebszelle mehr. Ja. Also das, was hier als Erkenntnis, und zwar als moderne Erkenntnis dahinter steckt, ist eben, wie du darauf hingewiesen hast, dieser permanente Umbau und Erneuerungsprozess unseres Organismus. Nur in dem Moment, in dem das, was hier erneuert wird, weil es nur kopiert werden kann als Ausgangsmaterial, das ist wie beim Film, das ist unser täglicher Job. Ja. Wenn das Filmausgangsmaterial schlecht ist, kann die Kopie nicht besser sein. Und die nächste Kopie und die nächste Kopie. Es geht dann, und in dem Moment, wo ich hier den Zellen Energie geben kann und sie wieder in eine bessere Ausgangsposition bringe, ist natürlich dann die Kopie auch sehr viel besser. Ja. Also ungeheuer logisch und einfach zu verstehen im Grunde genommen. Ja. Es gibt noch einen weiteren Aspekt in dem Zusammenhang. Die Polysaccharide spielen hier eine Rolle. Was hat es damit auf sich? Ja, diese Polysaccharide, Ganoderan, in vielen Untergruppen enthalten. X-Studien beweisen also blutzuckersenkend, immunstimulierend, herzstärkend und vor allen Dingen entzündungshemmend und tumorhemmend. Und dann sind etwa 100 Triterpene in Lingzi enthalten, die zu den sekundären Pflanzenstoffen gehören. Das ganz wichtige Interferon, das die Viren, die Ausbreitung der Viren aus ihrem Herd heraus stoppt, was auch Bakterieninfektionen stoppt. Dann ist ein Schwefel drin, der die Ausschüttung von Histamin verhindert. Alle 18 Aminosäuren sind drin und 15 Spurenelemente, ist also ungeheuer. Dann Adenosin für Herz und Kreislauf und noch natürliches Germanium, das in dieser Form also wunderbar auch für die Nieren wirkt. Und die sind nicht belastet. Nein. Also das, was da deutlich wird nochmal, du redest von ganz vielen Inhaltsstoffen bei einem wundervollen Produkt der Natur. Und wie wirklich wahnvorstellungsmäßig es dann ist zu sagen, ich isoliere jetzt aus einer solchen
Traum, einem solchen Traumprodukt irgendwas heraus und verkaufe das, weil ich das dann isoliert herstelle. Ja, ich kumuliere es noch. Ich will bei Kurkuma, komme ich noch auf das Thema, habe ich jetzt gerade gelesen, eine Werbung. Unser Kurkumin hat eine 2000-fach höhere Wirkung als der Naturstoff, nicht? Also es ist, weil man einen Stoff kumuliert, alles andere rausschmeißt, nicht? Gut, ja, und geradezu sensationell sind also die Beschreibung, die Ausführungen in Studien, welche beschreiben, dass Autoimmunerkrankungen erfolgreich mit Lingzhi behandelt werden können, weil das körpereigene überschießende Immunsystem aufhört, den eigenen Körper, die eigenen Organe anzugreifen. Und es dämpft also auch hier die Überreaktion, schraubt es herunter, und das machen die Adaptogene. Ja. Stichwort Alterungsprozess haben wir gesagt, also auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn wir verstanden haben, dass das Kopieren immer schlechter werdender Zellen letztendlich eine der entscheidenden Ursachen für einen Alterungsprozess ist, dass es da immer langsam bergab geht, haben wir natürlich hier die Möglichkeit, mit einer solchen Substanz den Zellen Energie zu geben, mit einem solchen Pilz, und auf die Art und Weise den Schalter in die andere Richtung umzulegen. Also wir werden dann sicherlich nicht jünger, aber der Alterungsprozess hat ein ganz anderes Tempo und kann verlangsamt werden. Das ist das eine. Und das ist schon ganz viel. Oh ja. Und das zweite, es scheint tatsächlich ein Mittel gegen alle zivilisatorischen Erkrankungen zu sein, weil alle diese die gleiche Ursache haben, nämlich Entzündungen. Und das muss eben gut verstanden werden. Eine Entzündung entsteht dann, wenn der Körper die eingelagerten, die deponierten Dreckpartikel, toxischen Partikel loswerden will. Und weil sich der Körpermüll eben in diesen Plaques ablagert. Und der Körper macht eine Entzündungsreaktion, um sie abzusprengen. Und wenn nun wenn es gelingt, diese abgesprengten Partikel zu entsorgen über die Lymphe, über die Blutbahn, über das Körperwasser, dann ist die Entzündung weg. Ja. Und gelingt es nicht, dann um die Ablagerungsstelle herum beginnt dann die Zerstörung des Bindegewebes und der Zelle. Und das gibt dann eine Krankheit mit einem Namen. Und davon kennen wir dann 186 oder wie viel. Aber die Ursache ist immer die gleiche. Ja. Wenn das so ist, wenn du jetzt zivilisatorische Erkrankungen ansprichst, gilt das auch für diese klassischen, jetzt hier auch explodierenden Erkrankungen im Bereich Alzheimer, Demenz und Ähnliches, Parkinson, also diese Dinge, die auch ein Bestandteil moderner Zivilisationserkrankungen sind, zählt das dazu? Das zählt dazu, weil alle diese Autoimmunerkrankungen, inzwischen hat man 53, glaube ich, erfunden, oder es gibt immer wieder neue Namen dazu, sind eben diese besonderen Erkrankungen, weil ein überschießendes Immunsystem die Körperzellen angreift, nicht die Nervenzellen. Und es sind auch so entgleiste Organenzyme, die angreifen. Und da ist also die beste Wirkstoffkombination nach dem Stand der heutigen Wissenschaft, wie wir sie nun mit unseren Mitgliedern ja zum Teil sehr, sehr fachspezifisch sich da wirklich auskennen, ist Lingzhi plus D-Galactose plus Kurkuma. Und die D-Galactose, Professor Reuter, Charité Berlin, hatten wir ja schon thematisiert. Und die Betroffenen und Angehörige von Demenz sollten sich unbedingt da schlau machen. Diese Dreierkombination. Und jetzt ist auch unser neuer Kleinbuch, die über die D-Galactose, das erste überhaupt veröffentlicht. D-Galactose gegen Demenz und Diabetes von Knut Ochmann. Kann sich also jeder informieren. Ja, ja. Es funktioniert oder zumindest lindert es enorm. Und greift an die Ursachen. Ja.
Wenn du sagst, es ist eine, dieser Pilz ist eine Waffe und ein Instrument gegen die modernen zivilisatorischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Demenzerkrankungen, Tumorerkrankungen, also alles das, was uns heute so beschäftigt und auch so betrifft, eine quasi Allzweckwaffe, dann wird natürlich auch deutlich, was wir am Anfang gesagt haben, dass das natürlich der pure Horror der Pharmaindustrie sein muss, wenn ein solcher Pilz all den ganzen Bereich der wunderschönen synthetisierten sogenannten speziellen Medikamente in dem und dem und dem Bereich, die wunderschöne Dauerpatienten und eine Dauermedikation propagieren und dafür sorgen, dass es so ist, ohne eine wirkliche Heilung, dann ist es natürlich entsetzlich. Es ist, die EU hat im Handstreich die Sporen des Pilzes Lingzi verboten. Da ist man erst aufmerksam geworden und nun will sie den ganzen Pilz aus Verkehr ziehen und mit dem Trick, ihn als Medikament einzustufen. Damit ist er vom allgemeinen Markt weg. Und, also du könntest ein Lebensmittel als Medikament einstufen. Ja, die Schweiz hat Weihrauch als Medikament eingestuft, die Pharma-Lobby in der Schweiz. Weil Weihrauch gegen, für das Magen-Darm-System so unglaublich wirksam ist. Mhm. Und die EU will jetzt Lingzi als Medikament einstufen, weil sie wissen es anders nicht, weil er ja wächst in Deutschland und die Food-Verordnung ist da. Und es geht darum, es geht um ganz viel. Denn es geht letztendlich, wenn die Adaptogene bekannt würden, auch in der ärztlichen Weiterbildung und im Volk, bedeutet dies das Zusammenbrechen des kompletten pharmakologischen Systems innerhalb der degenerativen Erkrankungen. Das heißt, das ganze System, nutzlos wie es ist, könnte da zusammenbrechen und das muss verhindert werden. Ja. Also jetzt zu deiner Fragestellung. Jetzt, dann nochmal, da der Pilz ja auch, wie du sagst, mit einer anderen Bezeichnung, aber auch hier wächst, wollen die dann die Wälder reinigen von einem solchen Pilz? Nee, als Naturstoff darf er sicher noch gehandelt werden. Aber nicht mehr als Nahrungsergänzung, sondern nur noch als Pilz, ja. Wozu? Zum Streuen in den Garten. Ja, man will die Masse von der Erkenntnis fernhalten. Die paar, die es dann noch wissen, die können dann noch kaufen und nehmen. Das schadet dem System nichts. Nicht? Die Homöopathie wäre schon längst verboten. Aber sie schadet dem System nicht, weil sie wird von denen benutzt, die das System aufrechterhalten und ihrer Familie. Weil die wissen ja, wie gut das funktioniert. Ja. Also, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Pilz und die tägliche Verzehrsmenge. Ja. Was ist das, was... wenn ich jetzt diese Erkrankungen habe oder frage, ist das auch etwas, bei dem ich mir, also du hast das Stichwort Alterungsprozess angesprochen, auch unabhängig von dem Vorliegen einer Demenz oder einer Demenz oder einer Tumorerkrankung, das prophylaktisch einen Sinn macht? Ein Teelöffel am Tag, 4 Gramm. Für jeden? Für jeden. Ja. Und dann bis zu drei hohe Teelöffel bei Krankheitsfall, man kann ja nichts falsch machen. Ja.